Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitbikes Podcast. Heute mit einem Gast. Hallo Volker. Markus, hallo. Ist eine Premiere. Erstmal bist du im Podcast, glaube ich. Das erste Mal, ja, genau, korrekt. Genau. Und ich habe auch schon lange nicht mehr Podcast aufgenommen, weil der Basti mit seiner schönen Moderatorenstimme eigentlich sozusagen der Podcast-Host ist. Ja, Volker, wer bist du denn überhaupt? Bevor wir jetzt mal hier, also mich kennen die meisten, ich bin der Markus, aber hier, Volker, wer bist du denn eigentlich? Genau, also ja, ich bin der Volker, ich bin Fahrradinhaber vom Fitbike-Standort in Rottweil, ja, im Schwäbischen, Anführungszeichen, zwischen Stuttgart und Bodensee liegt das. Und ich bin seit 2 Jahren am Start, 2 Jahren bei Fitbikes dabei, bin eigenständiger Unternehmer und habe halt dort entsprechend mein Standort und biete dort entsprechend E-Bikes und Fahrräder an. Genau, und wir wollen jetzt mal so ein bisschen so die letzten 2 Jahre Revue passieren lassen. Mit dem Fitbikes Podcast geht es ja hauptsächlich um Fitbikes, um die Fahrradwelt. Also von daher können wir jetzt ein bisschen ausholen, einfach mal nochmal vielleicht in den Zeitpunkt zurückspringen vor Fitbikes. Was hast du denn vorher gemacht? Also was hast du sozusagen vorher unternehmerisch gemacht oder arbeitstechnisch gemacht und was hast du fahrradtechnisch gemacht? Genau, also davor war ich ganz normal Angestellter bei einem Automobilzulieferer und habe da ein ganz normales Angestelltesverhältnis gehabt, habe da meine 40 Stunden gearbeitet und war dort ja in der Automobilindustrie tätig, war da auch in der leitenden Funktion in der Qualitätssicherung und war da schon so im mittleren Management. Das heißt, wir haben da schon auch mit betriebswirtschaftlichen Zahlen gearbeitet, mit Gewinne und Abschreibungen und so weiter. Also im Prinzip alles, was man eigentlich als Selbstständiger benötigt, habe ich da mehr oder weniger schon in meiner Tätigkeit gemacht. Aber es war halt als Angestellter entsprechend. Ja. Und fahrradtechnisch? Also genau, und fahrradtechnisch war ich immer schon sehr aktiv mit dem Rad. Ich bin auch ab und zu dann mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und hatte immer im Hinterkopf, irgendwann und irgendwie will ich mich selbstständig machen. Aber ich wusste eigentlich nie, mit was direkt. Ja. Und dann kam ja Corona, ja, kam ja das ganze Runterfahren von allen Themen. Wir mussten dann auch ins Homeoffice und dann konnte man so überlegen, was macht man, was mache ich die nächsten Jahre? Ich bin jetzt 43, damals war ich 40, ja, dann überlegt man sich mal, wo will ich hin in den nächsten Jahren, was will ich tun? Und dann hat man sich schlau gemacht und hat gesagt, was könnte ich denn machen? Und dann bin ich auf Fitbikes gestoßen. Ja, und gar nicht über die normalen Kanäle, sondern dein Schwager, Bruder? Mein Bruder. Genau, mein Bruder hat mich darauf hingewiesen, hat gesagt, du hör mal her, da gibt's was. Die machen was mit Fahrrädern, schau dir doch das mal an. Und dann habe ich mich mehr oder weniger im Internet, auf YouTube, mir die Videos angeschaut. Ich war bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht multimediatechnisch unterwegs, also mit dem Handy, aber kein Facebook, kein Instagram, kein YouTube, nix. Und dann bin ich auf euch gestoßen, auf dich, Markus, und dann haben wir es uns angeschaut und dann habe ich mich entsprechend mit euch in Verbindung gesetzt. Genau, und wie war dann so der Weg? Also das heißt, du hast dann dich bei uns gemeldet, ja. Dann war der Sascha am Telefon, schätze ich mal. Genau, es war eigentlich ganz einfach. Ich habe, glaube ich, über eine digitale Bewerbung geschrieben, also 2, 3 Sätze, ein bisschen was zu meinem Werdegang, was ich machen will, ein kleines Anschreiben, also ganz, ganz einfach. Ja. Und dann hat sich Sascha bei mir gemeldet, kurze Zeit später, ich glaube 1, 2 Tage, also es ging sehr, sehr schnell. Und dann wurde das immer konkreter. Ja, also eine Bewerbung, sag ich mal, ist ein bisschen übertrieben, aber für uns ist schon wichtig, dass wir mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten. Deswegen hatten wir damals, glaube ich, so ein Formular, wo du dann schreiben solltest, warum du Fitbikes oder gemeinsam mit Fitbikes arbeiten möchtest. Weil Wir haben ja auch viele, also wir kriegen echt viele Bewerbungen und ein kleiner Teil davon will uns nur irgendwie als Einkaufsmöglichkeit oder sowas nutzen, sind wir halt nicht, sondern schon ein bisschen mehr, sagen wir mal so. Und ich konnte halt dort ein bisschen was zu mir schreiben, ja, was ist mein Werdegang, mein beruflicher Werdegang, wo stehe ich im Leben, was will ich machen und das hat ja dann auch, denke ich, gleich gut gepasst, ja, weil ich mich einfach in der Richtung auch weiterentwickeln wollte und will und wenn man dann halt einen Partner hat, der da einen unterstützt, weil ich ja, jetzt bin ich 2 Jahre dabei, ja, und ich wäre in den 2 Jahren nie so weit wie jetzt, nie. Also wahrscheinlich hätte ich vielleicht ein Radgeschäft, aber durch die ganzen Krisen, durch die ganzen Gegebenheiten, die waren und die vielleicht auch sind jetzt aktuell noch, wäre ich wahrscheinlich schon wieder zurück. Ja. Weil das war ja bei dir so, du kamst ja, glaube ich, auf uns irgendwie September, Oktober 2020, oder? Ja, genau. Und aufmachen wolltest du ja dann im Mai 2021.
21. Jawohl, so, das genau. Heißt, wir hatten, du warst derjenige, also das war so eine Gruppe von 4, 5 Läden, ja. Die relativ lange Zeit hatte noch sozusagen. Also wo wir gedacht haben, das ist ja noch ewig hin. Ja, ja. Und dann ging es aber dann auf einmal schneller als gedacht. Und am Ende wurde es doch recht hektisch, ne? War das nicht so? Ja, ich sag mal, es war schon so, ich war ja dann noch in meinem Beruf, also bei meinem Arbeitgeber. Ja, dann habe ich dort meinen Arbeitsvertrag gekündigt und dann haben wir Immobilie gesucht und dann auch mal die finale Zusage von euch. Das hat ja alles sehr gut funktioniert von der Kommunikation. Aber dann dieses halbe Jahr, das war schon ganz schön fordernd, weil es ja auch parallel zu meinem Berufsleben war. Aber ich konnte im Prinzip, ich habe am 31.3. Hatte ich meinen letzten Arbeitstag und am 1.4. oder am 2.4. habe ich meinen Laden eröffnet. Also ja. Es war vom Timing her perfekt. Ja. Aber jetzt sind wir fast schon zu schnell. Ja. Was hat denn deine Familie dazu gesagt, dass du jetzt halt auf einmal aus dem sicheren Angestelltenverhältnis jetzt halt hier in die unsichere Selbst- und Ständigkeit, weil du hast ja 2 kleine Kinder, genau. Oder gar nicht mehr so klein. Genau, ja. Ja, ja, also mein Ältester ist 12 und die Mittlere ist 9. Ich habe mittlerweile sogar 3. Ja, stimmt. 3 ja, Kinder, stimmt, ja. Genau. Und Magnus, der ist 6. Und ja, klar, mit meiner Frau habe ich natürlich drüber gesprochen. Und wir hatten ja dann auch mal ein Gespräch. Du warst auch noch mal bei uns vor Ort. Das war auch super toll, dass man dich auch mal persönlich kennenlernt. Also wir haben ja viel kommuniziert über Multimedia-Sachen, über Zoom-Meetings, ja. Über Telefon. War noch Lockdown ja. Teilweise. Genau, Zeitpunkt. War Lockdown und dann war auch noch eine gewisse Distanz zwischendrin. Aber dann haben wir uns persönlich gesehen. Das war ja auch sehr wichtig, dass wir einfach da mal das Vertrauen aufbauen können. Und natürlich ist es ein gewagter Schritt. Ja, und ich sag mal, man muss da auch ein bisschen aus der Komfortzone raus. Aber ja, mit dem Support und mit der Unterstützung und ich denke auch mit dem eigenen Antrieb, ja, das muss natürlich auch jeder selber dann von sich aus sagen, hey, ich gehe den Weg und ziehe den durch, dann ist da viel möglich. Ja. Muss man ja auch sagen, dass Fitbikes als Konzept schon 2015 gegründet worden ist, aber das Lizenzkonzept sozusagen, das ist ja erst 2 Jahre alt. Also von daher ist es kein gemachtes Nest, wo man irgendwie auf die letzten 20, 30 Jahre zurückschauen kann. Also ich Chapeau an dich, dass du sozusagen an das Ganze geglaubt hast. Mittlerweile 2, 3 Jahre später sieht man ja, es funktioniert, aber yeah. Das war vor 2 Jahren, war sehr unruhige Zeit mit Corona, dann sehr neues Konzept sozusagen. Genau. Da muss man schon mutig sein ein bisschen, ja. Oder? Ja, genau. Also es war natürlich schon eine Herausforderung, die man da angegangen ist. Ja, und natürlich, ja, wie gesagt, bewegt man sich auf was an oder geht ein anderer Weg, aber ja, man bereut es nicht und man ist sein eigenes Chef, man ist einfach hinterher. Und durch das, dass wir wirklich dieses Konzept haben und diese Leitplanken, wo man sich bewegen kann und die Unterstützung von euch dann auch aus München raus, muss ich sagen, war es nie so, dass ich sage, ich bereue es. Ja? Klar gibt es auch mal einen Tag, wo du denkst, naja, Freitagmittag, 14 Uhr, Feierabend. Aber es gibt dann auch andere schöne Sachen, die man hat. Da kann man auch mal einen anderen Tag regeln. Von dem her, alles, wenn ich jetzt zurückblicke jetzt auf 2 Jahre und sage, ist es jetzt so, wie du das erwartet hast, dann ist es genau so. Ja? Trotz allen Krisen, die es ja gab und gibt. Ja, das war, also wir haben vorhin in einem anderen Video gesagt, wir haben ein paar Videos aufgenommen vorhin. Wenn es mal keine Krise gibt, das müsste für dich was langweilig sein. Eigentlich. Genau, ja. Genau. Wenn jetzt mal was alles ganz normal läuft. Jetzt muss nur noch der Frühling mal kommen. Ja. Dann. Ja, naja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt hast du bei der Immobiliensuche, gab es ja so 2, 3 Schwierigkeiten. Also es war jetzt nicht so, also wir haben ja echt krasse Unterschiede. Wir haben Standorte, die machen einmal Schnips und haben eine Immobilie. Andere ja. Standorte brauchen ein bisschen länger. Bei dir war es so ein Mittel. Ja. War jetzt nicht mega lang und nicht mega kurz. Aber wir hatten so 2, 3 Situationen, die mich erinnern, dass wir eigentlich eine super tolle Immobilienaussicht hatten und dann aber Nutzungsänderung nicht möglich war. Genau, ja. Und so. Also das war, kannst du vielleicht ein bisschen davon erzählen? Ja, genau. Also da war es eigentlich so, dass ich, wir wollen ja auch Standorte, die nicht direkt Fußgängerbereich sind, also dass die Leute bewusst zu uns kommen. Und da hatte ich dann eine schöne kleine Filiale im Gebäude in Aussicht. Das war im Industriegebiet. Das war eigentlich alles schon auch klar mit dem Eigentümer. Das hat sich dann aber über ein halbes Jahr hingezogen, weil der wollte nicht richtig zusagen, richtig absagen hat, wollte er auch nicht. Ja. Und dann kam irgendwann die Stadt und hat gesagt, ja halt, da darf man gar keinen Einzelhandel machen. Dann war die Frage, ist es überhaupt Einzelhandel oder ist es Industrie? Also es war ein bisschen schwierig. Ja.
Und dann musste man theoretisch, ja, 3 Wochen vor der Eröffnung war immer noch nicht klar, wo man hingeht. Also 3 Wochen ist eigentlich falsch. Also 2 Monate davor, Anfang Januar, war immer noch nicht klar, wo man hingeht. Und dann konnte ich doch über eine andere Kurve ein anderes Gebäude finden. Und im Nachhinein war das eigentlich ein Glücksgriff, weil die Immobilie um wesentlich besser liegt, wesentlich besser angeschlossen ist und auch noch Erweiterungsmöglichkeiten bietet. Es war eigentlich, sag ich mal, Glück im Unglück und letztendlich vielleicht auch ein bisschen, ja, Vorgabe, dass es genauso geworden ist dann. Ja, ja, also manchmal ist das so. Ja. Ja. Also es war natürlich sicherlich nicht ganz entspannt, aber ich denke mal, das ist ja in dem selbstständigen Dasein immer so, dass irgendwo, ja, ein bisschen Stimmung drin ist, ein bisschen Spannung drin ist, aber das gehört ja dazu. Das macht ja auch den Job aus. Und das war so die erste Hürde. Aber wie gesagt, alles ist gut gegangen und jetzt haben wir ja einen richtigen Standort und auch einen guten Platz. Ja. Und dann hast du aufgemacht schon mit Mitarbeitern oder? Da Mitarbeiter gibt es ja keine, habe ich gehört. Ja, genau. Also ich war zu Beginn war ich ja, also ich die ersten Räder habe ich ja von mir daheim verkauft. Das heißt, mir hat man meine Garage vorgestellt mit den bestellten Rädern. Ja, weil es so lange gezogen hat sich dann. Ja, ja, genau. Also ich hatte die Immobilie noch nicht und die Räder kamen und ich habe meine private Garage zur Verfügung gestellt und die ersten Räder habe ich bei mir in meinem privaten Wohnzimmer verkauft. Das war eine ganz dubiose Geschichte. Ich habe den Leuten erklärt, wir sind in Rottweil, aber wir sind bei mir daheim und die sind dann zu mir gekommen. Die haben dann, war eine lustige Situation, weil sie ja nicht wussten, ist das seriös oder nicht, aber hat ja alles geklappt. Und mittlerweile waren sie jetzt auch schon bei mir im Geschäft, 1-2 Mal zum Service, weil die sind jetzt 2 Jahre her. Und ja, sind eigentlich jetzt ganz witzige und nette Kunden. Und die haben quasi bei mir privat das Rad übernommen in meinem privaten Gebäude. Das ist etwas, was ja eigentlich total bescheuert ist, sag ich mal so. Aber im Endeffekt ist es in der Tat so, dass wir es halt ein paar Mal geschafft haben, dass wir Termine und Verkäufe erzeugt haben, bevor der Laden dort aufgemacht hat. Weil meist Leute uns halt schon vorher kennen oder viele uns vorher kennen. Naja, viele haben uns über Social Media oder über Empfehlungen kennengelernt. Und wir haben auch jetzt schon für neue Standorte teilweise lange Listen von Leuten, die gesagt haben, sagt uns Bescheid, wenn der Standort aufmacht, wir kommen dann. Das ist total, das ist echt, an der Stelle muss ich mal sagen, vielen Dank für dieses Vertrauen, das ist echt krass. Ja, nochmal kurz zum Thema Mitarbeiter, weil viele sagen immer, heute würde ich kein Geschäft mehr aufmachen, weil ich finde ja keine Mitarbeiter. Stehst du alleine im Laden drin, oder? Genau, also zu Beginn, in der ersten Zeit war ich also alleine. Ja, ich hatte jemanden, der mir privat geholfen hat, um die Räder aufzubauen, eine ganze Geschichte zu machen. Dann war ich, glaube ich, 2 Monate alleine. War jetzt aber keine so große Aktion. Also ich muss ehrlich sagen, ich war da klar natürlich als Selbstständiger immer am Mann und dann am Kunden. Und man hat auch ein paar Stunden mehr gearbeitet als sonst, aber es war nie so, dass ich da am Anschlag war. Und dann nach 2 Monaten habe ich jemanden gefunden. Der Mitarbeiter ist jetzt noch da, immer noch da und ist eine Art Quereinsteiger. Kommt also nicht aus dem Fahrradbereich, kommt so aus dem Dienstleistungssektor, aus der Gastronomie. Sehr ambitionierter Mann, sehr engagiert und von dem her eigentlich ein Glücksfall. Ja, weil er wirklich sehr hinterher ist, sehr offen ist. Und von dem her, sage ich mal, hat das dann mit kleinen Schwierigkeiten zu Beginn dann auch gut geklappt mit dem Personal. Mittlerweile habe ich nochmal einen Mitarbeiter, also sind mit mir 3 Mitarbeiter. Und von dem her, man muss natürlich schauen nach den Leuten, aber da hat man ja auch entsprechend Möglichkeiten zu gucken, wo gibt es wer und ja, engagierte Leute findet man immer. Ja, das ist etwas, was wir echt auch am Anfang gesagt haben, es könnte eine Schwachstelle werden oder ein Engpass sozusagen, aber wir haben jetzt in jedem Standort Mitarbeiter gefunden, tolle Mitarbeiter gefunden, ähnlich wie, damit du den auch gerne mit dem Namen nennen darfst. Ja, der Manuel. Ja, genau. Ja. Kannst du Manu grüßen. Ja, das mache ich sehr gern, ja. das ist echt krass. Also ich muss echt auch an dieser Stelle Danke sagen für die, die uns sozusagen an das Konzept glauben, nicht nur auf Inhaber- und Geschäftsführerinnenseite, sondern eben auch auf Inhaberpositionen. Ja. Gut, wie waren denn so die ersten 2, 3, 4 Monate? Das war ja sozusagen kurz nach Lockdown. Nee, da war noch Lockdown, oder? Am Anfang? Genau, also da war dann Lockdown und dann, man musste ja dann testen. Da gab es ja jeden Tag, haben wir auf die Fallzahlen geschaut und das war ja ein Thema. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass man quasi nicht im Laden verkaufen durfte. Ja, als Radgeschäft war man systemrelevant und durfte dann mehr oder weniger Reparaturen annehmen.
Und so war es dann, also am Anfang war es wirklich so, die Leute durften nicht in das Geschäft. Wir haben dann online Fahrräder verkauft über Zooms, ja, über Zoom-Calls. Das hat funktioniert. Also ich habe bestimmt 10, 15 Räder online verkauft. Die Leute haben mich nie live gesehen. Die haben dann irgendwann das Rad abgeholt und hat es hingeschickt. Es hat funktioniert. Ja. Das alleine war ja schon eigentlich ja, ein großer Brocken, ein großes Brett zu bohren, ja, dass das funktioniert. Das hat geklappt. Und dann war natürlich auch zu Beginn, sind viele Kunden gekommen, also wirklich viele aus dem ganzen Kreis hier, sagen wir 50, 60 Kilometer Umkreis, hey, Fitbikes hier in Rottweil, super cool, ihr seid ja hier, seit wann seid ihr hier, ich komme vorbei. Also es kommt auch jetzt immer noch jemand mal vorbei und sagt, hey, wo ist denn der Markus, ihr seid ja da, ja, ist super cool. Also da merkt man schon, dass ja, der Bekanntheitsgrad mittlerweile sehr groß ist, ja. Wie würdest du da so nach 2 Jahren darüber sprechen? Was hast du in den letzten 2 Jahren so als Feedback? Ja. Aber 2 Jahre sind es aber fast noch gar nicht, oder? Wenn du im Mai 2021 aufgemacht hast. Ja, es war die Woche nach Ostern. Also sind es jetzt fast 2 Jahre. Genau, es sind eigentlich jetzt schon 2 Jahre, sag ich mal. Ja. Also ich müsste jetzt genau gucken, glaube am 25. oder 26. April 21. Naja, deswegen feierst du jetzt 2-Jähriges. Genau, und jetzt, wir haben jetzt dann quasi im 5. und 6. Mai haben wir unser 6. und 7. Mai ist am Samstag, haben wir unser 2-Jähriges offiziell. Ein kleines Festchen, gibt es was zu trinken, was zu essen. Und da feiern wir das, aber im Prinzip ist es jetzt, also quasi jetzt gerade die Zeit, haben wir unser 2-Jähriges. Und ja, im Nachhinein, wie gesagt, also wenn ich das jetzt bewerte, ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich habe einen super tolle Lade, wir haben die ersten Kunden, die jetzt kommen, die durch Empfehlungen kommen. Am Anfang ist man ja natürlich unbekannt, also lokal. Jetzt kommen die Kunden und sagen ihm, hey, mein Nachbar hat ein Rad gekauft. Hey, super cool, du machst ja das und das. Du machst die Ergonomie, persönliche Beratung. Und durch das ja, kommt jetzt so eine Bugwelle, wo jetzt erstmal so reinschwappt, wo die Leute sagen, ja, der Bekanntheitsgrad steigt jetzt halt auch lokaler. Und jetzt bin ich gespannt, also wie die nächsten 3, 4 Monate losgehen, wenn jetzt dann das Wetter noch passt, bin ich wirklich gespannt, wo die Reise hingeht. Was würdest du sagen, unterscheidet Fitbikes jetzt von einem anderen Fahrgeschäft? Ich meine, du hast ja auch andere Fahrgeschäfte in deiner Nähe, aber warum soll jetzt jemand, der den Podcast hört oder allgemein jetzt bei uns ein Fahrrad kaufen und nicht bei einem anderen Fahrgeschäft? Ja, also der wesentliche Punkt ist der, dass wir auf die Bedürfnisse von den Kunden eingehen. Also es gibt viele, die vielleicht noch ein Rad verkaufen oder die Kunden, die ein Rad kaufen, noch im Aussehen. Ja, aber es gibt ja viel mehr. Es muss ergonomisch passen. Und unter Ergonomie versteht man diese Geschichte, dass das Rad so eingestellt ist, dass es Spaß macht. Und ich sage immer, bei mir im Geschäft ist es immer so, das ist wie mit einem guten Akkuschrauber. Ja, wenn ich einen Akkuschrauber kaufe, der ein Niveau hat, ja, dann mache ich das Regal, baue das Regal gern auf. Ja, wenn ich einen Akkuschrauber kaufe aus so einem Billiggeschäft oder aus einem Lebensmittelmarkt, dann mache ich ein Regal und dann schmörfe ich den Akkuschrauber in die Ecke. Dann habe ich 50 Euro versimmelt und ich habe keine Lust mehr. Ja. Und bei einem guten Fahrrad ist es auch so. Wenn ihr ein gutes Fahrrad kauft, das ergonomisch gut eingestellt ist, das gute Qualität hat, dann will ich Fahrrad fahren und dann nutze ich es und dann rechnet sich der Invest auch. Und dann fahre ich ohne schwarzen Fahrrad, was dann viele noch nicht verstehen. Man denkt immer, beim Fahrradfahren muss es wehtun. Also wenn man Schmerzen hat beim Radfahren, ist was falsch. Das ist ja ein Teil von Fitbikes, auch die 4 Wochen Rückgabemöglichkeit. Hast du da irgendwie Bauchschmerzen mit gehabt? Oder irgendwie? Also ich sag mal, am Anfang noch, schon ein bisschen, ja. Also wenn man so immer denkt, 4 Wochen, dann so ein Rad, kostet ja auch viel Geld. Und wenn das der Kunde bringt, dann... aber wir bieten das jetzt schon immer an. Ja. Und durch das lassen wir den Kunden vermessen. Wir haben ja ein Scan-System, aus Freiburg, vom Smartfit. Also wir vermessen den Kunden, messen wir die Schrittlänge, die Armlänge, die Oberkörperlänge. Jeder ist ja anders. Dann stellen wir das Fahrrad von ihm auf ihn direkt ein. Dann ist die Quote, sage ich mal, also vielleicht unter 1%. Ja, es gibt vielleicht jemand, der sagt, oh, ich komme nicht klar damit. Aber in der Regel kriegt man es immer nachgebessert. Und es ist zu 99% schon besser wie bei anderen. Ja, mhm. Weil die machen ja nichts, oder in Anführungszeichen sprengen sie quasi, was der Kunde will. Eier, Trekking, Mountainbike oder Rennrad. Und das war's dann schon. Dann wird der Sattel auf die Höhe eingestellt. Aber wir stellen ja noch viel mehr ein. Und deshalb ist es eigentlich kein Risiko für mich als Händler. Und für den Kunde ist es ein Mehrwert, weil er einfach die Testphase hat und kann dann später immer noch entscheiden. Jetzt 2 Jahre später, was sagt seine Familie dazu? Sind die jetzt immer noch voll dabei, oder? Ja, klar, meine Kinder, die sind immer wieder so, Papa, bist du bei der Arbeit, was machen die Fahrräder, die fragen immer. Und meine,
Meine Frau, die unterstützt mich natürlich auch. Ich denke mal, das Vertrauen ist jetzt mehr da wie am Anfang. Ja, aber ich denke, das ist normal. Ja, ich habe wirklich einen sicheren Job gehabt in der Industrie. Und das ist eigentlich klar, dass dann der Partner, der vielleicht da dabei ist, ein bisschen sich Gedanken macht. Aber das Vertrauen ist jetzt da. Und wie gesagt, jetzt dieses Jahr bin ich gespannt, wo es hingeht. Ja. Und bisher haben wir ja alle Zahlen und alles erreicht. Ja, wie gesagt, es wird spannend. Also wenn wir den Podcast aufnehmen, haben wir jetzt gerade Ende April. Der Frühling lässt so, Sommer lässt auf sich warten. Das habe ich echt in den letzten 10 Jahren bisher nur einmal gehabt, dass es so lang noch so kalt war. Und vor allem, wenn man jetzt den Wetterbericht anschaut, leider auch die nächsten 2 Wochen, zumindest in Bayern immer noch so kalt ausschaut. Aber naja, Fahrrad ist, hat mal jemand gesagt, wie eine Eisdiele, habe ich letztens gelesen. Und es ist halt mal ein bisschen wetterabhängig, auch aller digitaler Technik vorneweg. Ja, was wünschst du dir so für die Zukunft? Außer schönes Wetter? Ja, klar. Das ist, also ich sag mal, dass wir einfach weiter wachsen, ja, dass wir, natürlich ist es eine Herausforderung für alle, ja, für uns als Inhaber, für euch aber hier in München, im Headquarter, dass wir die Peripherie drumherum alles hinbekommen, ja, dass wir wachsen zusammen. Aber dass wir weiter alle an einem Strang ziehen und die Synergie für uns nutzen, für uns Inhaber, für aber vor allem auch für die Kunden. Ja. Ja, dass die Kunden dann einen Mehrwert haben. Und den können wir ja jetzt schon bieten über die Ergonomie, aber auch über das große Händlernetz, das wir jetzt in Deutschland haben, dass wir auf verschiedene Läger von verschiedenen Filialen zugreifen können und so relativ schnell dann jedem Kunden das Rad zur Verfügung stellen können. Und das, ja, das ist so mein Ziel, dass wir da einfach weiter zufriedene Kunden haben. Ja. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Da bist du dann schon 42, da 53? Da bin ich 42. da hoffe ich, dass der Lade, den ich jetzt habe, dass der läuft. Ja? Dass der auch, jetzt bin ich natürlich noch voll in dem Business drin. Ja? Ich bin dann quasi im Verkauf und so, im operativen Geschäft. Aber dass ich dann den Lade so im Laufe habe und dann wird man sehen. Vielleicht kommt noch was Zweites dazu, vielleicht noch was Weiteres. Das wäre schon das Ziel, einfach dann noch weiter zu gehen und halt unternehmerisch auch sich weiterzuentwickeln. Das ist unser Plan. Unser Plan ist ja nicht, Fahrradhändler zu haben, sondern in der Tat Unternehmer. Sprich, ganz klar ist jetzt der Plan von uns, dich von der Fachkraft zum Manager weiterzuentwickeln, wo du jetzt schon viele managende Aufgaben drin hast, aber momentan auch sehr viel, also der größte Verkäufer noch im Laden bist, ne? Und dann geht es sozusagen weiter dann zum Unternehmer, dass man auch nicht mehr in den Managementaufgaben drin steckt. Und das ist etwas, was in der Fahrbranche viele, viele 70-80% der Fahrgeschäfte nie geschafft haben, aus sich dem operativen Tagesgeschäft rauszuentwickeln. Und das ist jetzt hier kein Business-Podcast, aber vielleicht wird der eine sich die Frage stellen, warum ist es notwendig? Weil es darum geht, Unternehmen auch die nächsten Jahre zu entwickeln. Und wenn der Inhaber oder Inhaberin immer nur, in Anführungszeichen, im Tagesgeschäft drinsteckt, gibt es eigentlich gar keine Zeit, um jetzt sozusagen nach vorne zu arbeiten und es weiterzuentwickeln. Und das sieht man dann auch an vielen grummeligen, schlecht gelaunten. Also es gibt ja so diesen SAZ-Artikel, ganz berühmt, von den grummeligen Fahrgeschäften in München. Das liegt zu großen Teilen daran, dass die viele Inhaber völlig überfordert sind. Und das wollen wir dich davor schützen, indem wir dann ganz bewusst weiterentwickeln zum Manager und dann zum Unternehmer. Ja, klar. Und ich sage mal, das ist ja auch, die Erwartung habe ich ja auch. Ja. Also sonst wäre ich ja jetzt zu euch kommen. Ja. Wenn ich, also wie gesagt, so ein klares Radgeschäft aufzumachen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht geschafft alleine. Ich wäre nicht an die Radmarken gekommen und nicht an das Know-how. Aber ich wollte ja eigentlich auch ein bisschen aus der Mühle raus. Ja. In einem Angestellterverhältnis hat man zwar alle Freiheiten auch, aber man ist trotzdem immer wieder so ein Tagesbusiness drin, und Sachen wiederholen sich. Und als Unternehmer kann man sich halt auch verwirklichen. Und wenn man dann noch strategisch Einfluss nehmen kann, und das haben wir ja bei euch dann auch, dass wir in Gruppe entscheiden, in welche Richtung geht's. Klar gibt es irgendwo eine Vorgabe, aber es gibt ein Ziel, wo man hin will, aber jeder kann sich da selber einbringen. Das macht es dann aus. Und das macht dann auch Spaß. Und das bringt dann auch einen weiter. Und ich bin eigentlich auch glücklich darüber, dass ich jetzt beide Seiten kennenlernen kann. Ich habe Angestellterverhältnis, Selbstständigkeitsverhältnis, konnte jetzt beide Sachen kennenlernen, ja, oder lernen sie kennen, die eine jetzt noch mehr. Und das entwickelt ja auch einen persönlich weiter. Ja. Absolut. Ja. Cool, Volker. Vielen Dank deine Zeit. Vielen Dank für dein Vertrauen in die Marke Fitbikes. Und ich bin gespannt, wo wir in den nächsten 5-6 Jahren sogar stehen.
Ja, wenn jetzt auf der anderen Seite so jemand zugehört hat, der das hier ganz interessant findet, wir suchen noch weitere Lizenzpartner. Momentan ist Deutschland noch relativ unbefleckt, weil wir noch ganz am Anfang sind. Also von daher gerne bewerben. Und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn der Podcast gefallen hat. Lass uns eine Sternebewertung da. Ich glaube, das kann man bei Spotify oder iTunes irgendwo machen. Ich komme also aus der YouTube-Welt, da kann man kommentieren und liken und so. Aber der Basti sagt auf jeden Fall sagen, dass man auf den Podcast bewerten soll. Also der Basti wird sich sehr freuen, wenn du noch ein paar Sterne da lässt. Und dann gibt es nächste Woche wieder den nächsten Podcast. Dann gute Reise, Volker. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ja.